Alter. Steh auf. Meint ihr, ich treffe den Kopf? Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute bei bestem Wetter im Hochsauerland in Altastenberg. Zusammen mit Marc Brodesser, hat auch einen YouTube-Kanal, Fahrtechnik TV. Und heute wollen wir Skibike fahren und der Marc hat seine zwei Skibikes mitgebracht. Ich werde hier das größere fahren und Marc, stell doch mal die Bikes vor. Was sind das für Geräte? Also das sind Sledgehammer Freeride Bikes aus Österreich. Mhm. Und 240 mm Federweg, massiv gebaut, also ruhig für gröbere Sachen. Und man kann dann mit den breiten Kufen richtig geil carven. Okay. Und es macht einfach unglaublich Laune, sollte man mal probiert haben. Okay. Und ich werde ja hier das größere fahren und das ist das kleinere, das ist ein bisschen älter, das Bike. Von 2009, das ist noch genau, was älter. Von 2009. Hat das auch so viel Federweg oder ist ein bisschen weniger? Ja, hat's auch. Hat's auch. Okay, also ich bin das noch nie gefahren, der Marc, ein paar Mal habe ich bisher auch noch gefahren, ja, damit. Gell? Noch beide Anfänger, mal schauen, wie ich mich überhaupt auf dem Gerät mache. Snowboard bin ich noch nie gefahren, Ski bin ich noch nie gefahren, aber ich bin viel Skateboard früher gefahren, von daher denke ich, bekomme ich das hin. Und Fahrradfahren fahre ich auch nebenbei. Mal schauen, wie das wird. Marc, warum ist hier so ein Dingel dran? Ja, das ist natürlich fürs Liftfahren. Mhm. Also da hat man viele verschiedene Varianten. Das sind alle Schlepplifte, Ankerlifte hier. Man kann sich dann hier den Anker reinhaken oder man nimmt ihn halt hinter den Po, klatscht, wie beim, wenn man mit dem Ski hochfährt. Okay. Und das ist die größte Herausforderung heute. Okay, gut. Also wir werden uns hier erstmal Lift-Tickets holen und dann geht's runter. Aber meine Hände sind gerade eingefroren. Ja, jetzt meine müssen wir auch aufwärmen. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Mal schauen, was es heute gibt. So Marc, wie fährt man damit überhaupt? Also macht man das im Sitzen oder im Stehen? Wie läuft das ab? Ja, also man fährt meistens im Sitzen. Okay. Das ist natürlich auch ein bisschen individuelle Vorliebe, so ein bisschen wie auf dem Motocross-Bike. Ja. Die Füße auf den Pedalen. Ja. Dann kann man sich halt in die Kurve legen. Und ja, man, wie beim Biken, man steuert mit dem Blick und man bremst mit den Füßen. Okay, okay. Und, ein bisschen Learning by Doing, würde ich sagen, ne? Okay, das wird spannend. Genau dein Ding, würde ich sagen. Ja, das wird geil. Also. Da unten den Lift, den linken Lift, nicht den rechten, den linken. Siehst du die Station da? Wo? Da links der Lift. Da sind ja zwei. Ich fahre dir einfach nach. Warte, ich muss die Linse. Ich hoffe, es ist sauber für euch. Dass sie da 100% dabei ist. Warte mal. So. Dann schauen wir mal, wie das hier abgeht. Okay. Okay, jo. Also ich lege mich gleich direkt erstmal aufs Maul 100 Pro. Shit. Boah. Boah, das geht erstaunlich gut. Wow. Shit, da bin ich voll weggedriftet. Shit. Es geht ab. Juhu. Also ein bisschen, man muss halt auch reinneigen. Ja, ich glaube wie beim Ski halt. Man muss immer auf den Kufen da, oder wie die Dinger heißen, langs leiden. Oh. Ich fahr mal den Marc hinterher, dass ihr den ein bisschen seht. Der Marc ist voll lahm. Pass mal auf, ich zieh ihn jetzt ab. Ah. Wow! Okay, jetzt müssen wir bremsen. Oh, sorry. Bin ich fast in den. Ja. Ja, okay. Erste Fahrt. Also ich hab dich ja mal gesehen, sah gut aus. Ja. Also die erste Kurve bin ich direkt erstmal hier über die. Wie Vorderkufe oder wie heißen die Dinger? Borderski, ja. Borderski, bin ich erstmal drüber gerutscht, drüber gedriftet. Ei, ei, ei. Aber dann, wenn man so eine schöne runde Kurve fährt, dann geht das ja ganz gut. Ja, das ist geil. Wie, hast du es gut rumgekriegt, so ein bisschen? Ja, ja, das geht. Ein Fuß, immer der innere Fuß raus, immer. Das ist ja. Ja. Mal gucken, ob ein Bunnyhop damit geht. Pass mal auf, Leute. Hört aus, gut aus. Jawohl. Bunnyhop. Ja, pass mal auf. Lass mich das nochmal machen und dann können wir mal links von der Piste oder rechts von der Piste ein bisschen Tiefschnee. Ja, okay. Das ist auch spannend. So, ich muss mich gerade mal dran erinnern. Ja, ganz normaler Schlepplift, wie auch im Bikepark. So beim Snowboard, okay, muss man es so machen. Ich denke, ich mache es genauso wie beim Mountainbike. Klemme ich mir einfach einen Arsch
Hä? Kannst mit der linken Hand schnappen und hinter den Po tun. Ja, ich mach's hier wie beim Fahrradfahren. Wenn er gleich mal zieht. Jawohl. Okay, das ist komisch im Lenken, weil wenn die Skier so gerade drauf sind, dann driften die so nach rechts und links ein bisschen weg. Weg damit. Ich muss sagen, die Lackierung von deinem Skibike sieht ziemlich geil aus in Lila. Dein Aufkleber, so ein bisschen, ne? Perleffekt. Ja. Soll ich vorfahren? Ja, fahr du vor. Gerne mal durch den Tiefschnee, ne? Hast du ja noch nicht gemacht. Ja, wo? Wo? Da ein bisschen weiter rechts als eben. Okay. Lies da über da, wo es tief ist. Okay. So, zweite Runde. Fahren wir ein bisschen weiter rechts. Da ist Tiefschnee, sagt der Marc. Und da soll es ein bisschen anders abgehen dann, oder was? Der fühlt sich cool an, einfach durch den Tiefschnee. Okay. Ganz anderes Feeling. Okay. Ich mag beides. Also wir fahren genau da rechts, schön weit rechts, wo noch nicht. Rechts und dann zieht sie wieder links rüber zum Lift. Okay. Und dann gucken wir mal, dass wir auf den anderen rankommen. Okay. Soll ich mal den Bunnyhop reinstarten? So, ich weiß, das gleiche wie beim Biken. Wow. Einfach hier das Skibike neigen. Ich glaube, ich lege mich gleich aufs Maul, weil ich bin sau ultra schnell. Aber zum Glück geht es hier berghoch. Wow. Ah. Ja, im Tiefschnee verliert man schnell Geschwindigkeit. Zumindest jetzt gerade hier. Boah, oh, weißt du, was man hiermit machen kann? Warte mal. Leute, ich glaube hiermit kann ich. Geht das? Oh ne, da hau ich mir die Kufe ins Knie. Okay, also, wir transferieren jetzt zu einer anderen Piste. Pass ein bisschen auf hier. Ja, fahren wir auf eine andere Piste, Marc. Ja, genau. Darüber? Ja. Boah, ich versuche hier die ganze Zeit zu bremsen, ey. Idiot. Hä? Ja. Okay. Oh. Oh, da geht's noch weiter runter. Jump hier gleich rein, Marc. Alter, das läuft so easy, das läuft so geil. Woo! Hier 180. Versuch jetzt mal irgendwie so von den Drift drin zu hauen. Pass auf. Nein, es geht nicht. Ich rutsche einfach hoch in die Spur. Mal antreten hier. Boah, jetzt komme ich ein bisschen zu schnell. Ah. Okay, Leo macht einen Bunny Hop. Erstmal drauf hier und zack, oh yeah. Yeah. Okay. Langsamer. Und Heck rum, yes. Oh. Jetzt mal über den Kicker hier. Hä? Über den Kicker. Kicker, okay. Kleiner Kicker neben der Laterne. Ja, oder was ist das hier? Da war auch ein bisschen Schwung für. Yes! Meinst du 180? 180? Ja. You're fucking crazy. 180 to... Wie sind die Fahrräder? 180 to... Sorry. Hey. Ich wollte nicht im Weg stehen. 180 vom Leo jetzt.
Hier, das ist jetzt ein bisschen steiler als eben, aber es geht. Also, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an so ein Skibike und das macht unglaublich Spaß. Man fährt immer noch so ein bisschen Fahrrad, muss das Ding wirklich neigen, um die Kurven zu fahren, und aber gleichzeitig auf Schnee mit so einem sorry, mit so einem krassen Grip. Mach mal ein Wheelie, Junge! Ey! Achtung! Alter, der wollte mich jetzt gerade platt machen. Also, liebe Leute, ihr seht, ich habe hier, um meine Hand warm zu halten, hier am Fahrrad die Bike-Pogies. Und das sieht. Guck, wie das aussieht, Leute! Guck, wie das aussieht! Also, wenn du dafür jetzt nicht gehänselt wirst. Okay. Ich versuche mal nach den Bremsen zu greifen. Ich hab da keine. So. Wohin? Wieder runter zum Lift? Boah, hier ist ultra steil. Hier ist eine Sprungschanze. Soll ich mal da drüber fahren, Leute? Ganz dezent. Wow! Ja! Boah, hier ist ultra steil. Nee! Weiter! Einfach vor! Bevor ich mich wieder verfahre. Ich dropp da jetzt runter. Ich dropp, Marc! Ja. Boah, ich finde das immer so geil, so Drift, ne? Ich dropp da jetzt runter. Genau. Das ist ja Kili Connection on drop it. Yeah! Yeah! So, wohin? Fahr vor! Oh, ich bin ja voll versunken. Fahr vor! Ein Tabletop. Nehmen wir das mit? Ja, mit, was auch immer das ist. Oh, das war jetzt. Das war jetzt auf dem weichen Schnee, war das jetzt wie mit einem Kajak auf Wasser. Geil. Den Turn nehmen wir mit. Ich bin zu langsam. Ah, das schaffe ich nicht. So, mal gucken, ob hier noch irgendwo ein Drop ist. Da ist noch einer. Oh, ich bin zu langsam. Ein bisschen antreten hier. Da passiert bei mir nichts, wenn ich runtergehe. Das Treten. Okay, also es geht wieder rauf. Und dann geht's wieder runter. Marc, du hast ja jetzt gesehen, wie ich ein bisschen gefahren bin. Kannst du noch irgendwelche Tipps geben? Ja, also es sah schon ganz gut aus. Ich habe dich manchmal gesehen, dass du beide Füße so weg hattest. Ja. Das macht man eigentlich nur beim Bremsen. Okay. Wenn du fährst, lass lieber einen drauf. Okay. Dann kannst du immer so wie Sam Hill mit einem Fuß raus in die Kurve dich lehnen. Ja. Und ja, da musst du ein bisschen Vertrauen gewinnen. Ja. Ja, und sonst sah es gut aus. Und jetzt, wenn du Strecken noch nicht kennst, auf jeden Fall erstmal. So immer voll Hammer. Hammer durch. Etwas konservativ am Anfang und dann gucken, weil es ist nicht ohne. Okay, okay. Okay. Ist ein Jump, ich will einen Jump. Ist das ein Jump? Ne, wir fahren jetzt den Transfer in den Wald zurück. Okay, geil, durch den Wald. Wir fahren auch durch den Wald. Mit Bäumen, Leute, Bäume. Gucken wir, dass wir es richtig finden. Wir müssen Jawohl. Da transferieren. Oh, sorry. Oh, das bremst. Nein, das bremst. Ich muss hier in Marx in die Spur kommen. Oh, versunken. Weil das Blöde ist bei meinen Schuhen, ich kann da nicht richtig mit bremsen, weil die durchrutschen. Die 510. Nehmen wir hier das mit. Anlieger. Boah, jetzt kommt eine mega Linkskurve. Troppe drauf. Mini-Tropfen, aber den kannst du eigentlich vernachlässigen. Oh ja, sauber. So. Ja,
So, ich fahre jetzt hinterher, Marc. Ja. Ja. Und dann guckst du mal Learning by Doing, also das Hinterrad so leicht wegdriften lassen. Okay, versuch's. Okay, ich mach jetzt einfach alles nach. Der Marc hat die Skier im Gegensatz zu mir immer gerade. Boah! Ich fass rein. Geht das weg? So. Jawohl. So, ich mach's ohne Eddy. Das ist ja viel zu schnell geworden. Wo ist er jetzt? Komm! Komm, hier die Kurve nehmen wir mit. Oh, der Tiefschnee ist so geil. Hinterher umsetzen. Yes. So, nicht sagen, los geht's. Marc hinterher, solange es geht. Boah, das war's schon wieder. Jump. Boah! Wow. Alter! Alles gut? Ja, ja! Steh auf! Danke, weil du wollte rechts abbiegen, weil der Kraft nicht hat! Meint ihr, ich treffe den Kopf? Leute, dann habe ich getroffen. Wie viele Punkte gebt ihr mir dafür? Okay. Du hast wasserdichte Socken an. Von Gore. Was, wie sollen die dann sein? Folie oder was? Drunter normale, ja, die sind wasserdicht einfach. Krass. Okay, Rodelwiese, ja. Da hoch? Wir müssen auf den anderen Lift, ja. Okay. Guck mal, da wo die gerade runter sind. Da müssen wir hin. Wo? Ja, hier geradeaus, siehst du da die Tannen da, die zwei Tannen. Ja. Da geht es ein Hubbel, da geht es rechts runter. Oh ja, das schauen wir noch. Von hier aus ein bisschen Anlauf nehmen und dann gerade rüber. An der Bank entlang links. Ich würde höher einsteigen. Wir noch ein bisschen Gefälle mitnehmen. Aber durch den Schnee wirst du hier bei den Gefälle gebremst. Keine Chance. Aber da ist ja auch so ein Tiefschnee, oder? Ja, hier überall, hast recht. Okay, komm, probieren wir einfach. Es geht! Ah, danke. Challenge. Oh. Alter, das ist voll tief. Juhu!
Das war Schnee. Da bist du! Mal driften hier. Nee, nee, muss erstmal umziehen auf jeden Fall. Also ich. Oder komm mit zu mir, wir können da auch was tauschen. Nee, ich. Also, wenn wir fertig sind, ich fahre nach Hause, Sven, Marc. Ja, ja, weil ich habe heute noch was vor. Ja. Wir machen gleich aus. So, das ist jetzt Last Ride. Die Strecke sind wir ganz zum Anfang gefahren. Und jetzt zum Abschluss haben wir die nochmal. Erstmal durch den Tiefschnee, oder? Erstmal durch den Tief. Wo ist denn hier? Da, ja. Okay, hau mal durch, leg los. Jo. Ja, ich mach's jetzt mal im Stehen, dass da keiner kommt. Boah, im Stehen geht's voll ab. Shit, das geht ab. Oh. Shit. Hier abgehoben. Ja, das war's von der Skibike-Session mit Marc Brodesser in Alt-Astenberg. Hat sehr viel Spaß gemacht. So die erste Abfahrt war so ein bisschen panisch, aber das ging ganz schnell. Nach ein paar Metern hat man das schnell rausbekommen, wie man sich verhalten muss. Und ja, man muss halt immer in die Kurven. Das Einzige, wo halt der eine Weg die ganze Zeit geradeaus ging, da hatte ich richtig Schiss, weil wenn du halt Speed drauf hast, musst du mit den Füßen bremsen, also Füße nach vorne strecken. Und wenn der Schnee, also wenn der Boden schon hart ist, dann ist das gar nicht so einfach. Erst recht nicht mit den 5-10s, also mit anständigen Schneeschuhen, dann wahrscheinlich fahren. Und meines Wissens, unseres Wissens, gibt es die Dinger in Deutschland nicht auszuleihen. Also wenn du mal googeln, vielleicht hat sie irgendeinen Skishop zum Ausleihen, aber in Österreich kann man die Dinger auf jeden Fall fahren. Einfach mal googeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schalt das nächste Mal wieder rein. Haut rein. Ciao. Cheers. Ja,